Sergeant Bambi. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Mhm. Wer hat denn da die militärischen Ränge eingeführt? Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ich glaube nicht. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Es gibt Fältchen. Oh. Wo sind die echten Rebellen? Ihr seid jetzt also auch im Widerstand. Achtung, leitender Offizier an. Achtung, leitender Offizier anwesend. Aha, und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, und wer ist das? Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? Wer hat denn da den Widerstand jetzt so versaut? Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit lass das bitte. Bis auf die Knochen. Nein, das lässt du bitte. Ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager, gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Ich find's lustig wegen dem Namen. Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Na nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero... Hey, ein Wombat mit Sombrero sieht bestimmt richtig gut aus. Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind... Das sind nützliche Tiere. Genau, das sind nützliche Tiere. Dann will ich mal... Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Läuft da etwa was zwischen Lotti und Bambi? Die Mädels versuchen, den harten Mann zu spielen. Oh, Rufus, die sind härter als du, glaub mir mal. Die sind sehr viel härter als du. Was haben wir denn da noch? Das Tor zum Rebellenlager? Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Das können wir doch bestimmt mit dem Fingerfokus... besser sehen. Hey, da bewegt sich das nicht. Na klar, das ist doch Baby Boso. In höchster Gefahr. Boso. Ich muss Barry davon erzählen. Baby Boso. So, schnell dahin. Dann dahin. Ach, Quatsch. Wir hätten unten reingemusst. Gute Neuigkeit. Echt jetzt? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Und da kreisen auch schon die Geier. Bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir's nochmal. Wir müssen jetzt hier Boso retten. Baby Boso auf den Träger klettern. Ein Haken. An der Sache ist auch bestimmt ein Haken. Haben wir denn ein Seil oder sowas? Was haben wir hier noch? Das wird einfach. Kinder lieben mich. Nein, die hassen dich. Ah, okay, wir können auch auf die andere Seite laufen. Hey! Auf den Träger klettern? Oh! Okay, wir brauchen hier noch irgendetwas. Eine Antenne vielleicht? Oder irgendwas hier zum Festmachen?
Idee kann ich getrost. Abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Babyfon, geschwärztes Papier, Bleisatz, Irk. Wir finden bestimmt... Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab, ich wollte erstmal die Lage checken. Vielleicht können wir ja einen Strick mitnehmen. Und? Ich guck. Ein Sympathie. Wir brauchen bestimmt einen Strick. Und ich guck. Vielleicht muss er uns erstmal eine Überweisung oder ein Rezept für einen Strick geben. Keine Ahnung. Ich hätte gerne. Was geht über. Muss das ein Haus, als ich zuletzt. Ja, das wissen wir alle schon. Und ich. Die ärztliche ich Überweisung. Habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik. Rufus, nicht das. Nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ach, Herr Doktor, es geht mir nicht gut. Alle machen sich über mich lustig und sagen, ich bin ein Idiot. Und ich brauche irgendwas, um meine Depressionen in den Griff zu bekommen. Am besten irgendwelche Antidepressiva. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium. Während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Oh, okay. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund? Ja, genau, ein Freund. Wieso? Man fragt immer nur für einen Freund. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Ach Quatsch, man kann es auch versuchen. Es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja. Aber natürlich. Wahrscheinlich ist er einfach nur frustriert, dass Rufus immer noch am Leben ist. Das ist eine riesige Frage. Oder dass Rufus ihn einfach hat sitzen lassen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Was? Okay, eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Oh. Ich war tot. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Also ich würde Rufus jetzt eher einweisen lassen, als dass ich ihm da irgendwelche Medikamente verschreibe, aber was weiß ich schon. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Der wurde mit Handschellen angekettet? Aha. Mich quälen. Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun.
und so wenig Zeit. Mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das einfach aufgeben? Ein Weltuntergang. Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Also wenn wir jetzt aufgeben, dann ist das wirklich ein Weltuntergang. Das wäre ja richtig schlimm. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das ja. Sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Ich glaube, er versteht da einiges nicht so, wie Rufus das meint und wie das passiert ist. Und ich glaube, er macht sich langsam Sorgen, dass er vielleicht mal die Sicherheitskräfte rufen sollte. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Warum Innenleben? Wenn Sie wüssten, Herr Doktor. Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein? Nein, wir wünschen uns eher, nach Elysium zu kommen. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Lassen Sie uns das ja, Thema... Ja, Zeit wechseln. Für ein anderes Thema. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ja, wahrscheinlich hält der Therapeut ihn da gerade für einen ganz gefährlichen Triebtäter. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Nein, das geht nicht um unseren Freund. Das geht nicht um mich, das geht um meinen Freund. Gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Ach, noch mehr? Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Also, wenn alles, was jetzt gesagt wurde, nur auf Rufus zu treffen würde, oder er denkt, das ist ja alles von Rufus nur... Dann sollte er keine Medikamente in Betracht ziehen, dann sollte er bei Rufus den Stecker ziehen. Ich würde gerne noch einmal über so eine kleine Lobotomie, ja, die ein bisschen schief geht. Das lässt sich wohl leider nicht verhindern. Psst, das habe ich nicht gesagt. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa... Oh nein. Tja. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Oh, mit etwas anderem. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel, sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil beim Rorschach-Test gibt es aber keinen Gewinner oder Verlierer. Mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis, ich meine, los geht's. Also, was erkennen Sie auf das könnte... Bild? Elysium startet Richtung Utopia. Elysium, zusammen mit Gold auf Elysium. Ich wollte schon sagen, das könnte Elysium sein, wie das startet.
Elysium startet in Richtung Utopia. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Okay, was haben wir jetzt? Was erkennen das Sie ist ein Totenkopf. Obwohl, nee, kein Totenkopf. Das hier sieht schon so ein bisschen aus. Nee, ich sag lieber nicht, wie das aussieht. Ein niedliches Vögelein, eine bezaubernde Funkelelfe, ein wunderschöner Schmetterling. Das ist ein wunderschöner Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Bitte was? Na, ein Schmetterling, wie er unbekümmert durch die Lüfte flattert. Das ist zwar eher ein Gefahrengutzeichen, aber ist gerne auch okay. Meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden einen Schmetterling nicht mal erkennen, wenn er ihnen in den Hintern flattern würde. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hier? Das ist meine Schwiegermutter. Nein, Quatsch. Einen großen Helden, mich. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Rufus, nicht so selbstverliebt mit den Antworten. Also das ist eher was Böses und nicht was Gutes. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleib. Das sieht eher. Das sieht aus wie ein Teufel. Sie sind doch der mit der Juxbrille. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Oder einem Strick? So weit wie möglich von mir fern. Vielleicht mit einem Strick versuchen? Können wir ihm das Bildchen andrehen? Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Verhalt. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Wir müssen die richtigen Antworten geben. Ich bräuchte. Ach, kommen Sie her, Doktor. Noch ein Versuch. Na gut. Wollen Sie na gut. Diesmal. Das? Also. Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja. Das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten. Das ist kein wunderschöner Schmetterling. Das ist eine Penisnase. Ein Vögelein? Ein Vögelein. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Machen wir ein. Was erkennt. Das sind wir auf der Titelseite. Das ist ein Bild. Und Sie sehen hier. Wieso? Das ja. So. Wenn Sie lieber herumalbern. Aber ich hab doch. In dem Fall sollten für Leute. Sie sollten. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die richtigen Antworten. Was wir da so sehen. Aber die richtigen Antworten, die müssen wir erstmal rausbekommen. Entweder, dass wir vielleicht mal Boso befragen. Auch wir haben die Teigtaschenfrau ja auch noch gar nicht angesprochen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.